Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich jetzt auf EU-Ebene schnell was tut und wann, mit welcher Verzögerung würde es denn wirken? Weil beim Merit-Order-Prinzip, da geht es ja um die Preisbildung und eben darum, dass zum Beispiel eben der Gaspreis die Strompreise generell treibt. Also wie schnell kann da ein Eingriff funktionieren und auch eben wirksam und spürbar werden, wenn man eben was an der Marktstruktur ändert? Also EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja gestern sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass das angekommen ist, dass da an einer Lösung gearbeitet wird. Es ist mir völlig bewusst, das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Kommission, in der Europäischen Union führt auch dazu, dass Entscheidungsprozesse langsamer gehen. Aber ich glaube, es ist mittlerweile in allen Ländern der Europäischen Union angekommen, dass das die Top-Priorität in Europa hat. Und wir müssen jetzt ja auch in einen Krisenmodus umschalten. Wir dürfen nicht vergessen, der Krieg ist vor der Haustüre. Wir haben auf europäischem Festland einen Krieg, da sterben Menschen täglich. Und ja, das sind die Auswirkungen, die Folgeerscheinungen daraus. Und da muss die Europäische Union, so schnell sie Sanktionen gefasst hat, so schnell muss sie auch hier jetzt klare Maßnahmen setzen.